Im digitalen Zeitalter, in welchem Informationen mittels verschiedener Endgeräte nahezu raum- und zeitunabhängig abgerufen werden können, verliert ein reines Faktenwissen an Wert. Dagegen werden andere Kompetenzen wie die Sammlung, Strukturierung und Bewertung von relevanten Informationen zur Lösung eines Problems oder einer Aufgabe bedeutender. Der kompetente Umgang mit Wissen auf der einen Seite sowie mit Medien auf der anderen Seite gilt als wichtiger Bildungsauftrag der Schule. Die vorliegende Einheit versucht, diesem Bildungsauftrag gerecht zu werden. In einem konstruktivistischen Verständnis und im Sinne des Lernbegriffs als aktiver, selbstgesteuerter, konstruierender, situierter und sozialer Prozess werden Vorstellungen von Naturphänomenen entwickelt, interessensgeleitete Fragen formuliert und visuelle, haptische und akustische Erfahrungen in digitaler Form dokumentiert und nacherlebbar gemacht. Die geplante Unterrichtseinheit in einer vierten Klasse befasst sich mit dem Lebensraum rund um einen Bach. Die Ziele der Einheit sind das Nennen und Beschreiben eines typischen Vertreters des Lebensraumes durch die Erarbeitung eines digitalen Steckbriefs in Form eines kreativen E-Books, welches dann zur Veröffentlichung freigegeben wird. Dabei sammeln, ordnen und strukturieren die Schülerinnen und Schüler verschiedene Informationen. Die Schülerinnen und Schüler stellen die gesammelten Informationen übersichtlich und optisch ansprechend in verschiedenen Darstellungsformen dar. Durch die Auseinandersetzung mit dem Tablet gewinnen Sie Sicherheit im Umgang mit dem Tablet sowie den verschiedenen Funktionen des Tools Book Creator. Nebenbei stärken die Schülerinnen und Schüler ihre kommunikativen und kooperativen Kompetenzen. Im Anschluss an eine erste gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Lebensraum stellen die Schülerinnen und Schüler Fragen an einen tierischen Vertreter des Lebensraumes. Diese Fragen gilt es zu sammeln, auszutauschen und zu kategorisieren. Der Austausch im Plenum und untereinander ist ein wichtiger Punkt, um relevante von weniger relevanten Fragen zu separieren, die eigene Schwerpunktsetzung zu finden und vor allem das eigene Wissen und Nichtwissen und somit das Motiv für den eigenen Lernbedarf bewusst zu machen. Anschließend findet eine Lebensraumbegehung statt, in welcher die Schülerinnen und Schüler relevante Informationen für ihr E-Book generieren und sammeln. Hier können zum Beispiel Fotos von den Tieren in ihrer natürlichen Lebensumgebung gemacht werden. Kurze selbstgedrehte Videos, wie zum Beispiel hier von einem Pferdeegel, zeigen sehr deutlich, was auf einem Standbild nicht sichtbar wäre. Vor allem die Bewegungen der Tiere geben wichtige Hinweise auf deren Körperbau, die Art der Fortbewegung sowie die Anpassung an den Lebensraum. Lernerfahrungen durch den Gehörsinn können mittels Audioaufnahmen von den Geräuschen am Bach, wie zum Beispiel Tierrufe oder das Plätschern des Bachs, mit ins Klassenzimmer genommen werden. Die gesammelten Informationen und Materialien werden anschließend im Klassenzimmer strukturiert und aufbereitet. Durch das Tool sind die kreative Gestaltung und Aufbereitung der gesammelten Informationen in verschiedenen Darstellungsformen, Farben und Schriftarten möglich und leicht anzuwenden. Das Erstellen des E-Books mit dem Tool Book Creator bietet den entscheidenden Vorteil der Differenzierung. Beispielsweise können die selbstgeschriebenen Infotexte per eigens gesprochener Audioaufnahme vorgelesen werden, sodass auch jüngere Kinder, leseschwächere Kinder oder Kinder mit Beeinträchtigungen profitieren. Die Vorstellung des Lebensraumes und dessen Vertreter wird also insgesamt anschaulicher und realitätsnäher, das Lernen somit ganzheitlicher. Die Schülerinnen und Schüler legen ihren Schwerpunkt auf die Produktion und Aufbereitung durch kreative und abwechslungsreiche Darstellungsmöglichkeiten, sodass die Qualität der Auseinandersetzung mit den Inhalten steigt. Dies wird insbesondere dann sichtbar, wenn die Schülerinnen und Schüler eigene Texte verfassen oder ein kurzes Erklärvideo erstellen und in das E-Book einfügen. Indem die Schülerinnen und Schüler ihre E-Books mit der Lehrperson per Cloud-Dienst teilen, wenn diese ein Feedback in die E-Books integriert, erhalten die Schülerinnen und Schüler wichtige Optimierungsvorschläge ihrer E-Books und die Lehrperson behält einen Überblick über den Bearbeitungsstand. Die Veröffentlichung bzw. Weitergabe des E-Books an andere Klassen zielt explizit auf den Punkt Data Sharing ab. Darüber hinaus ergibt sich die Option, die E-Books von anderen Klassen zu erweitern. Der Fokus der Einheit liegt auf der Produktion von Wissen und nicht auf der Ebene der Rezeption. Die Schülerinnen und Schüler nehmen sich als Konstrukteure eigenaktiv wahr. Zusammengefasst liegt der Fokus der Einheit auf einer ganzheitlichen, eigenaktiven Lernerfahrung der Schülerinnen und Schüler. Die vorangegangenen Ausführungen zeigen, dass das vorgestellte Lehr-Lern-Setting die Aspekte Personalisierung, Authentizität und Kollaboration des IPAC-Konzeptes ansprechen und sich im Summer-Modell auf der Stufe der Modification einordnen lässt.